Hey, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-YouTube-Folge. Und zwar geht es diesmal um deine E-Mail-Signatur. Ja? Von meiner Schreibmaschine gesendet war bis jetzt noch das Lustigste, was ich gehört habe, ja? Oder gelesen habe. Steht dann auch oft von meinem Smartphone gesendet oder von meinem Tablet gesendet. Und dabei unterschätzen die meisten und wahrscheinlich auch du die riesen Werbefläche, die du ja hast. Ja? Da du jetzt schon eine eigene Adresse im Internet hast, eventuell auch eine Geschäftsadresse und eine öffentliche Telefonnummer, rate ich dir dringend zu dieser kleinen und dennoch sehr effektiven Möglichkeit, dich zu präsentieren. Und zwar diese E-Mail-Signatur. Erstelle sie, verwende sie und nutze sie. Hier kommt alles rein, was du gerne präsentieren möchtest und wo du im Internet erreichbar bist und wo du zu finden bist. Ja? Titel, Name, Firmenname, Firmenslogan, Adresse, Homepage, alle Social Media Links und so weiter und so fort. YouTube-Kanal, ein Danke für deine Google-Bewertung, Google-Unternehmensbewertung. Alles kommt da rein. Du kannst auch ein Bild oder eine Grafik hinzufügen, musst du allerdings nicht. Und technisch kann ich dir sagen, ja, trotz 21. Jahrhundert, das funktioniert noch immer nicht so richtig bei allen Endgeräten. Ja, von meiner Schreibmaschine gesendet oder von einem Smartphone gesendet ist zwar nett, doch was möchtest du auch erreichen, wenn du jemandem eine E-Mail schickst? Ja? Du möchtest mit jemandem einen Termin ausmachen oder wie auch immer, er soll dich in irgendeiner Form kontaktieren können und soll Möglichkeiten haben, mehr von dir zu sehen. Ja? Ich hatte da mal ein Beispiel, ein Kunde oder eine Person hat mir eine Nachricht geschickt. Ja, lass uns treffen, einen Termin ausmachen. Und ich hatte nur seine E-Mail-Adresse, weil es stand, von meinem Tablet gesendet. Ja? Also musste ich ihm noch ein E-Mail schicken mit der Bitte um Telefonnummer oder sonstiges. Oder soll ich ihm gleich einen Terminvorschlag schicken? Naja, however, auch das nimmt die E-Mail-Signatur ab. Bei der E-Mail-Signatur bitte achte auch darauf, dass deine Telefonnummer auf einem Endgerät, auf einem Smartphone, ja, auch, dass du direkt draufklicken kannst. Es ist total ärgerlich, also ich sehe das sehr oft, ja, statt plus 43 oder plus 49, da steht 00, ja, das funktioniert noch. Dann ist ein Leerzeichen, dann steht in Klammer die Vorwahl und so weiter, dann sind noch ein paar Sonderzeichen dazwischen. Das mag das Handy nicht. Ja. Schau wirklich darauf, dass man einfach direkt am Smartphone zum Beispiel bei deinem E-Mail, bei deiner Signatur einfach direkt draufklicken kann. Ja? Bei der Lesbarkeit von der Signatur, du kannst ja auch gerne Groß- und Kleinschreibung verwenden, zum Beispiel bei deiner Homepage-Domain und so weiter, ist jetzt technisch absolut nicht relevant, hat allerdings den Vorteil, dass es einfach besser zu lesen ist. Ja, und wichtige Bereiche darfst du auch gerne fett hervorheben. Mehr dazu findest du im Blogartikel zu diesem Podcast. Danke auch für dein Like. Und ja, falls du meinst, du brauchst keine E-Mail-Signatur und das ist nichts für dich, dann schreib zumindest einen schönen, motivierenden Spruch da rein und nutze diese Möglichkeit dafür. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.